Todeszeitpunkt für etwa 12 bis 14 Stunden. Du bist also gestern zwischen 19 und 21 Uhr gewesen. In etwa, ja. Habt ihr mittlerweile einen Hinweis auf die Identität der Toten? Nein, sie hatte gar nichts bei sich, noch nicht mal einen Fahrradschlüssel. Abschiedsbrief? Ich glaube nicht, dass sie sich verabschieden wollte. Sehen Sie hier, durch den Strick hätten bei einem Suizid sogenannte Kammblutungen entstehen müssen. Das sind kleine, fleckförmige Einblutungen, die in den durch den Strick gebildeten Hautfalten entstehen, die aber fehlen. Sie meinen, sie ist erst nach ihrem Tod aufgehängt worden? Ja. Anders sind die fehlenden Kammblutungen nicht zu erklären. Hallo, außerdem ist der Strick definitiv zu kurz, um ihn erst um den Hals zu legen und sich dann von den Pedalen des Fahrrads abzurücken. Die leicht bläuliche Gesichtsfarbe spricht ebenfalls eher für eine andere Art des Erstickens als für einen Erhängungstod. Definitiv kann ich das nach der feingeweblichen Untersuchung sagen. Hier, vielleicht hilft euch das erstmal weiter. Die Rahmennummer des Fahrrads. Hier gehen wir doch gleich mal an Rico weiter. Danke. Martina, das Rad ist bei keiner Versicherung registriert. Allerdings wurde ein Rad mit der gleichen Rahmennummer von einem knappen Jahr als gestohlen gemeldet, aber nur kurzzeitig. Und dann wieder 3 Wochen später seiner eigentlichen Besitzerin zurückgegeben. Einer Sandra Metzger, wohnhaft Feuerbach, Weg 3. Das ist Ellen Bitzer. Sie hat bei uns als Sozialtherapeutin gearbeitet. Sozialtherapeutin? Ja, sie war für die Betreuung unseres Sohnes zuständig. Das ist eine Sache. Sagen Sie uns doch lieber, wie das passiert ist. Hatte sie einen Fahrradunfall? Ja, so ähnlich. Also sie wurde an einem Baum erhängt, aufgefunden. Das Fahrrad lag unter ihr. Wo hat denn Frau Bitzer gewohnt? Sie hat da drüben im Gartenhaus gewohnt. Haben Sie sie nicht vermisst? Doch, aber erst seit heute Morgen. Sie hatte gestern ihren freien Abend. Als sie heute nicht erschienen ist, haben wir uns natürlich Sorgen gemacht. Wo waren Sie denn gestern Abend? Bei der offiziellen Eröffnung von der Pop-Art-Retrospektive in der Staatsgalerie. Und zwar um 19 Uhr anlässlich der Rede des Ministerpräsidenten bis circa 23 Uhr. Abends braucht Ihr Sohn keine Betreuung? Doch, natürlich. Sascha, unser Ältester, hat auf ihn aufgepasst. Wo ist er jetzt? Sascha holt Tim gerade aus der Schule ab. Das wäre normalerweise Ellens Aufgabe gewesen. Wir müssen Ihre beiden Söhne auch befragen. Aber vorher wollen wir noch mit Tim über Ellens Weggang sprechen. Becker. Das sind unsere Söhne, Tim und Sascha. Hallo. Die Leute sind von der Polizei. Es geht nur um ein Fahrrad. Martina Seifert. Guten Tag, Sascha Metzger. Guten Tag, mein Kollege Joachim Stoll. Hi. Seifert. Max Seifert, Musikwissenschaftler. Paul Seifert, Politiker. Oskar Seifert, Volkskundler. Stoll. Karl Stoll, Wagenbauer. Kaspar Stoll, Insektenkundler. Und Friedrich Stoll, kaiserlicher Hof und Kammermaler. Mein Bruder kann sich Familiennamen durch alle Epochen hindurch merken. Ist doch super. Bis vor kurzem war er überhaupt nicht mehr zu bremsen. Bis Ellen, ich meine Frau Bitzer, zu uns kam. Bitzer. Platz 2508, der häufigste Name in Deutschland. 1345 Telefonbucheinträge. Variation: Bitz, 555 Einträge, Bitzi, 250 Einträge. Na, kommt. Tja. Ein Genie. Wir würden uns jetzt gerne das Gartenhaus ansehen. Und wozu bitte? Es gibt Hinweise, dass es sich nicht um einen Suizid handelt. Es war Mord. Das hat sie nicht gesagt. Wollen wir? Können Sie uns etwas zur familiären Situation von Frau Bitzer sagen? Ihre Mutter hat sie regelmäßig besucht. Mehr weiß ich leider nicht. Wie kam es denn zustande, dass Frau Bitzer hier für Sie gearbeitet hat? Sie wurde uns von einem befreundeten Psychotherapeuten empfohlen. Ach ja? Name? Dr. Bernd Schiller. Ist ja frisch gezogen. Ja, Ellen war sehr ordentlich. Wie kam es eigentlich zustande, dass Ellen hier gewohnt hat und nicht oben bei Ihnen im Haus? Weil sie nicht zur Familie gehörte. Außerdem konnte sie sich auf diese Weise frei bewegen.
Die Arbeit mit einem autistischen Jungen ist wirklich sehr anstrengend. Und Ellen war froh, dass sie die Möglichkeit hatte, sich zurückzuziehen. Das Laptop nehmen wir mit. Und bis zum Eintreffen der Spurensicherung müssen wir dieses Gartenhaus versiegeln. Muss das sein? Herr Metzger. Frank, lass sie doch machen. Wir wollen doch auch, dass sie den Täter finden. Rico, ich hab wieder was für dich. Hier, Festplatte, Dateien, Löschvorgänge, das Übliche. Ach, und nimm doch mal bitte die Familie Metzger genauer unter die Lupe. Und ich bräuchte Name und Anschrift von Ellen Bitzes Mutter. Alles klar, Herr Kriminalhauptkommissar. Hey, wusstet ihr eigentlich, dass ich von einem kaiserlichen Haus- und Hofmaler abstamme? Der hieß genauso wie ich. Joe. Stoll. Der Junge, der scheint sämtliche Stolls weltweit auswendig zu kennen. Mit Berufsbezeichnung. Das klingt nach Asperger-Syndrom. Ich dachte, er sei autistisch. Ja, das ist eine besondere Form von Autismus. Also diese Menschen, die sind teilweise hochbegabt, die lernen binnen kürzester Zeit Fahrpläne auswendig oder die beherrschen die Primzahlen bis jenseits der Vierstelligkeit. Das ist total interessant. Die können manche von ihnen, die können Bücher lesen, indem sie einfach die Seiten angucken. Und andere, die steigen Helikoptern, fliegen über eine Stadt und dann können die später fotografisch genau den ganzen Stadtplan können die zeigen. Ja, also die meisten Menschen mit Asperger, die haben eine weit überdurchschnittliche Intelligenz. Aber dafür leiden sie unter mangelnder sozialer Kompetenz und mangelnder Kommunikationsfähigkeit. Ach, deswegen bist du so. Ellen Bitzer wurde erstickt. Und zwar mit einem Kissen oder mit einem Kleidungsstück. Könnt ihr uns sagen, wie viel Zeit zwischen ihrem Tod und der Aufhängung vergangen ist? Tja, circa 1,5 Stunden, maximal 2. Ja, das Haus der Metzgers ist circa 35 Autominuten vom Fundort der Leiche entfernt. Das könnte hinkommen. Gibt es Abwehrspuren? Nein. Allerdings habe ich über Ihrem linken Schulterblatt das hier entdeckt. Warten Sie, auf dem Monitor sieht man es besser. Das ist kein Hämatom? Nein, das ist ein Leichenfleck, der sich teilweise schon wieder zurückgebildet hat, der die Lage der Toten spätestens mit ihrer Aufhängung verändert wurde. Sie lag also unmittelbar nach ihrem Tod auf so einer Kante. Ganz genau, Herr Stoll. Ich habe das Bild bereits an die KTU weitergeleitet. Gut. Wir fahren jetzt zu Bernd Schiller. Danke. Bitte. Ellen tot? Ja. Und das nicht ganz freiwillig. Können Sie uns etwas über Ellen bitte erzählen? Sie hat bei mir ein Praktikum gemacht. Sie war eine sehr qualifizierte Sozialtherapeutin. Einfühlsam und stets einsatzbereit. Das war auch der Grund, weswegen ich sie den Metzgers empfohlen habe. Woher kennen Sie Familie Metzger? Tim und Sandra Metzger sind schon länger meine Patienten. Frau Metzger ist auch Ihre Patientin. Ja, hat sie Ihnen das nicht gesagt? Nein. Was ist denn Ihr Problem? Wissen Sie von Konflikten zwischen Ellen Bitzer und den Metzgers? Im Gegenteil. Sie hat Tim zunehmend aus seiner Isolation befreit. Er war bei ihr in den besten Händen. Ja, die Frage ist aber, ob Frau Bitzer bei den Metzgers in den besten Händen war. Das habe ich aber jetzt überhört. Haben Sie Privatkontakt? In meinem Beruf ist es wenig opportun, private Bande zu Patienten zu unterhalten. Und Frank Metzger, der schließlich nicht Ihr Patient. Ja, man grüßt sich, wenn man sich zufällig trifft. Wann haben Sie ihn denn das letzte Mal gegrüßt? Gestern Abend bei der Eröffnung der Pop-Art-Retrospektive in der Staatsgalerie. Wie lange war er denn dort? Das entzieht sich nun wirklich meiner Kenntnis. Ja? Ein Patient. Sie entschuldigen mich. Danke. Jan hat das Gartenhaus untersucht. Keine Spuren, die es als Tatort ausweisen. Ich hoffe, du hast bessere Neuigkeiten. Ich arbeite dran. Okay, auf der Festplatte befinden sich ausschließlich Ellen Bitzers Arbeitsmaterialien. Ihre Diplomarbeit, Aufzeichnungen über Tim Metzgers Entwicklung. Und was noch? Naja, die Festplatte wurde vor 2 Tagen defragmentiert. Und das heißt?
Innerhalb der letzten 48 Stunden wurden größere Datenmengen gelöscht oder zumindest verschoben. Keine Ahnung von wem. Aber du kannst sie wiederherstellen. Das kommt drauf an, wie professionell die Daten beseitigt wurden. Ach, und ich habe Ellen Bitzers Mutter ausfindig gemacht. Hat ein bisschen länger gedauert. Helga Klagentreu. Das ist der Mädchenname ihrer Mutter, Bitzer. Ach, tschu. Da fahren wir jetzt mal hin. Darf ich mal? Frau Klagentreu ist seit 3 Jahren unsere Patientin. Seitdem hat sich ihr Zustand kaum verändert. Wissen Sie, wie es dazu gekommen ist? Sie ist nach dem Tod ihres Mannes in eine schwere Depression verfallen. Anschließend wurde sie medikamentenabhängig, bis sich schließlich alle Erinnerungen verflüchtete. Aber worum geht es denn eigentlich? Frau Klagentreus Tochter, Ellen. Ellen Bitzer, ja. Was ist denn mit ihr? Sie wurde heute Morgen tot aufgefunden. Was ist denn passiert? Wie gut haben Sie denn Frau Bitzer gekannt? So wie man Angehörige eben kennt. Wenn wir ein paar Worte gewechselt haben, ging es meistens um ihre Mutter. Wird Frau Klagentreu ihre Tochter vermissen? Sie hat sie bereits seit 2 Jahren nicht mehr erkannt. Was wird denn jetzt aus ihr? Wir werden sie noch ein Jahr bei uns behalten, da Frau Bitzer die Pflegekosten im Voraus bezahlt hat. Wie viel war denn das? 24.000 Euro. Wann? Vor ungefähr 2 Wochen. Sie hat das Geld in bar bei unserer Buchhaltung abgegeben. In bar? Das ist ein ungewöhnlicher Vorgang. Finden Sie nicht auch? Also 24.000 Euro in bar. So viel wird sie bei den Metzgers nicht verdient haben. Und selbst wenn, dann stellt sich immer noch die Frage, warum sie ein Jahr im Voraus bezahlt hat, anstatt das Geld anzulegen. Sprich dich aus. Sie hatte eine dunkle Vorahnung und wollte ihre Mutter absichern. Anders kann ich mir das nicht erklären. Wovor könnte sie Angst gehabt haben? Okay, nehmen wir an, die 24.000 waren nicht sauber. Sie hat das Geld irgendwo entwendet. Ja, oder es waren eben die Früchte einer Erpressung. Du meinst, sie hat Frank Mesker erpresst. Womit könnte sie ihn erpresst haben? Was glauben Sie, dass wir hier eine Mörderbande sind? Es geht lediglich um eine getrennte Befragung. Und wer passt dann auf Tim auf? Für seine Betreuung ist gesorgt. Das wird Folgen haben. Wie viel hat denn Ellen Bitzer bei Ihnen verdient? 4.200 brutto. Dazu freies Wohnen und Essen. Das sind über den Daumen gepeilt 2.500 netto. Davon hat sie ein privates Pflegeheim für ihre Mutter finanziert. Blieben ihr 500 zum Leben. Große Sprünge gehen anders. Wenn Sie es sagen? Ja, aber vor 2 Wochen hat dann Ellen Bitzer das Pflegegeld für ein ganzes Jahr im Voraus bezahlt. 24.000 Euro in bar. Haben Sie dafür eine Erklärung? Nein. Aber so viel Geld? Sie kann diese Summe nicht gespart haben. Stammt das Geld von Ihrem Mann? Von meinem Mann? Aber wofür denn? Vielleicht als Zusatzverdienst für Zusatzleistungen? Suhlen Sie sich ruhig in Ihrer schmutzigen Fantasie. Nein, wir haben Sie durchleuchtet und dabei sind wir auf das hier gestoßen. Demnach hat sie eine ehemalige Angestellte ihrer Kanzlei angezeigt, wegen Belästigung am Arbeitsplatz. Die Sache wurde damals eingestellt. Ja, aber erst nachdem Ihre Angestellte Ihre Anzeige über Nacht zurückgezogen hat. Wie viel haben Sie ihr denn dafür bezahlt? 24.000 Euro? Ist das der Kurs, für den Sie sich freikaufen? Sie müssen nicht gegen Ihren Mann aussagen. Aber wenn Ihnen wirklich etwas daran liegt, dass der Mord... Sie glauben doch nicht, dass Frank etwas mit dem Mord zu tun hat. Wir ermitteln immer in beide Richtungen. Also auch, ob jemand unschuldig ist. Er hat es bei Ellen versucht. Sie hat es mir erzählt. Mit welchen Konsequenzen? Ellen hat dann fristlos gekündigt. Sie ist nur Tim zuliebe bei uns geblieben und ins Gartenhaus gezogen.
Gestern Abend. Waren Sie da die ganze Zeit mit Ihrem Mann zusammen? Nein. Er wollte sich die Kunstwerke alleine ansehen, um sie besser genießen zu können. Ich habe meinen Mann gestern Abend für mindestens 2 Stunden aus den Augen verloren. Gehen Sie zu Ihrem Jungen. Danke. Darf ich? Wenn das ein Verhör werden soll, dann müssen Sie das sagen. Mein Vater ist Anwalt. Ich weiß. Mein Name ist Anna. Anna Badosi. Badosi, Ort in Ungarn. 44. Breiten, 23. Lenkrad. Kommst du daher? Nein. Ich bin Halbitalienerin. Falsch. Badosi gibt's nicht in Südeuropa. Teile von meiner Familie kommen immer noch aus Cinque Terre. Schreib ihn auf. Aufschreiben. Fehlt ein R. Bardosi, nicht Bardosi. Dann muss das R verloren gegangen sein über die Generation. Er muss da rein, damit es wieder passt. Mein Bruder hat immer recht. Das muss passen. Ich kümmere mich drum, versprochen. Haben Sie sich eigentlich gut verstanden, Ellen Bitzer? Danke. Tim. Tim. Shh. Ihr Bruder will uns was sagen. Shh. Er will uns gar nichts sagen. Sie? Ich auch. Wir waren zu Hause den ganzen Abend über ferngesehen. Tim, es tut mir leid. Was ist denn hier los? Er ist müde, er will nach Hause. Lass uns gehen. Was mit Papa? Das erkläre ich euch später. Man hat Sie schwer belastet, was Ihr Verhältnis zu Ellen Bitzer angeht. Herrgott, ich habe mich einmal kurz vergessen. Nein, nein. Sie sind ein Wiederholungstäter. Haben Sie eine Ahnung, wie das ist, mit einer Frau zu leben, die sich jeden Tag mit Antidepressiva über Wasser hält? Vielleicht sind Sie der Grund. Ihre Frau hat Sie in der Staatsgalerie für mindestens 2 Stunden verloren. Genug Zeit. Die Tat zu begehen und Ellen Bitzers Leiche in den Wald zu bringen. Das ist doch totaler Blödsinn. Ich habe die Ausstellung nicht verlassen. Fragen Sie Bernd Schiller, dem bin ich dauernd begegnet. Wann war denn das? Meinen Sie, ich habe dauernd auf die Uhr geschaut? Na, besser wär's, dann hätten Sie jetzt ein Alibi. Sie wollen mich nicht ernsthaft hier festhalten? Nein. Sie können gehen. Es wurde aber auch Zeit. Frank Metzger hat morgen früh als Vertreter der Landesregierung eine Verhandlung beim Bundesverfassungsgericht. Kaiser. Man will keine Schlagzeile bei der Beweislage. Tim weiß was über die Tat. Vielleicht ist er sogar Zeuge geworden. Oder er hat sie sogar selbst begangen? Das glaube ich nicht. Es gibt eigentlich keine Wechselwirkung zwischen autistischem Verhalten und Gewaltanwendung. Im Gegenteil. Autisten lehnen ja oft schon jede Art von Körperkontakt ab. Also Gewalt erst recht. Autisten zeichnen sich aus durch ihr auffälliges soziales Verhalten. Ja, weil sie sich in ihre psychische Welt zurückziehen. Alles andere interessiert sie nicht. Und was einen nicht interessiert, dem tut man auch nicht weh. Tim hat sich Ellen Bitzer gegenüber aber geöffnet. Er hat eine emotionale Beziehung zu ihr aufgebaut. Da kann man doch von Desinteresse in dem Fall nicht sprechen. Er war es nicht. Fakt ist, dass sein Bruder ihm ein Alibi gegeben hat. Vielleicht hat Sascha sich auch selbst ein Alibi gegeben. Das müssten wir auch beweisen. Ich glaube, ich habe eine Idee.
Wir haben alles abgesucht. Tischkanten, Teppichborden, Treppenstufen. Es gibt keinen Rechtwinkel mit diesen Aussparungen, auf dem die Tote hätte liegen können. Es kann doch einfach nicht sein. Was ist denn mit den Fahrzeugen der Familie Metzger? Immerhin wurde Ellen Bitzer vermutlich mit einem von denen transportiert. Das brauche ich nicht. Alles gecheckt, negativ. Allerdings stehen die Ergebnisse der DNA- und Faseranalyse noch aus. Aber was diesen Totenblick betrifft, es gibt nichts, was die Autos oder das Haus der Metzgers mit der Tat in Verbindung bringt. Du musst was übersehen haben. Sag mal, Joe, willst du mir meinen Job erklären? Wir können ja noch mal hinfahren und uns umsehen. Hey, Joe, ich bin fertig mit dem Haus und fertig heißt fertig. Ja? Joe? Ja, schöne Aussicht. Ich habe Ihnen doch gleich gesagt, dass Sie hier nichts finden werden. Moment mal. Dieses Bild da in der Mitte, das stand doch gestern noch auf dem Boden, oder? Ja. Nachdem Sie und Ihre Kollegin gegangen sind, habe ich es aufgehängt. Wo war es vorher? In meinem Kombi. Auf der Ladefläche. Ich hatte es neu rahmen lassen. Fährt Ihren Wagen außer Ihnen sonst noch jemand? Sascha manchmal. Und Ihr Mann? Gelegentlich. Wir werden DNA-Spuren finden, die beweisen werden, ob Ellen Bitzer mit ihrem Wagen bewegt wurde und natürlich auch, wer den Wagen gefahren ist. Danke. Entschuldigung. Bitte. Frank Metzger hat übrigens ausgesagt, dass er Ihnen bei der Ausstellungseröffnung mehrfach begegnet ist. Ja, wir haben uns zuerst am Einlass begrüßt und dann wieder am Buffet ein paar Worte gewechselt. Und dazwischen? Da habe ich mir die Kunst angeschaut. Das heißt, Sie sind ihm so ein, zwei Stunden gar nicht begegnet? Wie gesagt, ich habe mir die Kunst angeschaut. Mein Zeitgefühl habe ich sozusagen an der Garderobe abgegeben. Dr. Schiller, halten Sie es für möglich, dass Tim Metzger gewalttätig werden kann? In der überwiegenden Lehrmeinung hängen Autismus und Gewaltbereitschaft nicht zwingend zusammen. Und in diesem speziellen Fall? Nun, Tim hat in Ellen seine erste wirkliche Bezugsperson gefunden. Das einzige Fenster nach draußen, durch das das Licht einer Welt zu ihm gedrungen ist, die ihm bisher verschlossen war. Sie werden ja poetisch. Wenn Sie mich hier unter vier Augen fragen, ich würde Tim als Täter nicht ausschließen. Vor einem Gericht würde ich das aber nicht aussagen. Man kann normalerweise nicht auf was liegen, was an der Wand hängt. Ist ja gut. Es ist nicht gut! Ja, du machst mir Vorwürfe. Alter, jetzt entspann dich mal, ja? Ich hatte eben den richtigen Riecher, na und? Okay. Die Ergebnisse der DNA- und Faseranalyse sind endlich da. Wir haben Spuren von Ellen Bitzers Kleidung und ihre DNA auf der Ladefläche gefunden. Damit ist bewiesen, dass sie dort gelegen hat. Außerdem haben wir versucht, alle Autoteile, die man normalerweise beim Fahren berührt, daraufhin zu untersuchen, ob eine Spur die anderen überlagert, was eigentlich unmöglich ist. Mhm. Beim Autoschlüssel hatten wir Glück. Wer hat den Wagen zuletzt gefahren? Frank Metzger jedenfalls nicht. Na, sondern? Mein Sohn wird dir gar nichts sagen. Das muss er auch gar nicht. Wir können nämlich beweisen, dass er der Letzte war, der den Wagen ihrer Frau gefahren ist. Seine Fingerabdrücke waren die obersten auf den Unterschlüsseln. Und wir können beweisen, dass Ellen Bitzer mit diesem Wagen in den Wald gefahren wurde. Das reicht einmal für eine Anklage. Was soll denn mein Junge für ein Motiv gehabt haben? Setzt er sich doch. Die Westen hier mit. Na, bitte. Ihr Sohn hat sich in Ellen verliebt. Und als die ihn abblitzen ließ, ist er damit nicht klargekommen. Ganz der Papa eben. Er konnte sich eben nicht freikaufen. So wie sie. Du hast dich an Ellen dran gemacht? Das gehört nicht hierher.
Verschwinde, raus hier. Geht's noch? Die wollen doch nur einen Keil zwischen uns. Ich hab gesagt, verschwinde! Herr Metzger, Ihr Sohn hat Ihnen eben Ihr Mandat entzogen. Wenn Sie sich länger in diesem Raum aufhalten, dann ist das Hausfriedensbruch. Ja, ich hole uns da mal ein Wasser, ja? Sascha? Möchten Sie mir was sagen? Plötzlich lag sie da und war tot. Ich habe nur gedacht, ich dachte nur, dass ich sie irgendwie ganz schnell wegschaffen müsste. Ich weiß nicht, warum ich es getan habe. Wir haben uns nicht mal gestritten. Sie gestehen hiermit, Ellen Bitzer ermordet zu haben. Ohne zu wissen, warum. Es ist eben passiert. Einfach so. Ich war es. Was wollen Sie denn noch? Die Wahrheit. Der lügt doch wie gedruckt. Für wen? Naja, für Papi sicherlich nicht. Jetzt, wo er denkt, dass der sich auch an Ellen Bitzer angeschmissen hat. Sie sehen abgehetzt aus. Sehr witzig. Simulation. Ich bin von der Staatsgalerie bis zum Haus der Metzgers und von dort... Was? Ach so. Also, ich bin von der Staatsgalerie bis zum Haus der Metzgers und von dort aus in den Wald hin und zurück gefahren. Und das allein dauert schon knapp 2 Stunden. Also ohne Mord und dem Aufhängen der Leiche. Ergo, Frank Metzger kann es nicht gewesen sein. Ist die Auswahl nicht mehr sehr groß. Ja, und wir werden jetzt mal unserer Sorgfaltspflicht gerecht. Sie helfen ihrem Bruder so nicht. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Erst verliert er Frau Bitzer. Und jetzt auch noch Sie? Weißt du, die Besuchsregeln im Knast sind sehr streng. Und für Mörder sowieso. Was gibt das, 15 Jahre? Wie alt ist Tim denn dann, wenn du wieder rauskommst? Hm? 33? Was ist gestern Abend passiert? Wir haben uns gestritten. Es ging ums Fernsehprogramm. Tim wollte irgendeinen Science-Fiction-Film sehen und ich eine Reportage, die für mein Abi wichtig war. Tim ist total sauer und aggressiv geworden. Dann ist er runtergegangen. Und ich habe meine Reportage zu Ende geguckt. Und dann? Danach bin ich runter und wollte sehen, wo er ist. War nicht da. Dann sah ich, dass die Tür vom Gartenhaus offen stand und bin rüber. Und da kniete er auf dem Boden und hielt ein Kopfkissen in den Händen. Und auf dem Bett lag Ellen. Sie war tot. Du behauptest gerade, dass dein Bruder Ellen Bitzer ermordet hat. Warum haben Sie uns das nicht schon längst erzählt? Er ist mein Bruder. Ich muss ihn doch beschützen. Warum sollte er das getan haben? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Als er mich sah, ist er sofort ins Haus gerannt und hat sich in seinem Zimmer verbarrikadiert. Seitdem hat Tim kein Wort mehr mit mir gesprochen. Tim wird wegen seiner Behinderung als Täter nicht zur Verantwortung gezogen. Das nennt man einen bequemen Sündenbock. Fakt ist, dass ihr Sascha die Tat nicht nachweisen könnt. Und wenn er die Leiche in den Wald gefahren und an einen Baum gehängt hat, um Suizid vorzutäuschen? Um seinen Bruder zu schützen. Ja, oder sich selbst. Ich bleib dabei. Tim hat dieser Frau kein Haar gekrümmt. Ellen Bitzer, das war sein emotionaler Anker. Dr. Schiller traut Tim diese Tat zu. Das ist ein behandelnder Arzt. Gewalt hat was mit Dominanz und hat was mit Macht zu tun. Und Tim ist eigentlich nur mit sich selbst beschäftigt.
Habt ihr eine Ahnung, was wir ihm damit antun, wenn wir den Fall auf die Weise abschließen? Dann bewahrt ihn doch davor. Findet heraus, was er weiß oder ob er Zeuge der Tat geworden ist. Ich zweifle nur daran, dass so jemand überhaupt in der Lage ist, die Wahrheit zu erkennen. Herr Kaiser, Autisten sind keine Lügner. Die kennen das nicht, einen Vorwand zu erfinden, um mit einer falschen Aussage irgendwas zu erreichen. Die wollen nichts erreichen. Ich habe Metzger sämtliche Bankkonten überprüfen lassen. Keine größeren Belastungen innerhalb der letzten Monate. Wenn also tatsächlich er diese 24.000 Euro an Ellenbezirk gezahlt hat, dann aus einer schwarzen Kasse. Hast du noch mehr so schlechte Neuigkeiten? Ganz im Gegenteil. Ich konnte die Dateien auf Ihrem Rechner rekonstruieren. Es handelt sich um mehrere Dokumentationen über ein Medikament. Ein Medikament? Teradil. Kam allerdings nie über das Versuchsstadium hinaus. Es drohte schwerwiegende Hirnschäden zu verursachen. Bis hin zu vorzeitigen Demenz. Vorzeitige Demenz? Angeblich wurde es nur in Mäusen und Ratten getestet. Mäuse und Ratten. Bei den gelöschten Dateien handelt es sich ausschließlich um Teradil-Dateien. Keine Ahnung, wer die gelöscht hat. Bei dem Medikament Teradil handelt es sich um das Antidepressivum einer Stuttgarter Pharmafirma. Es wurde jedoch nie eine Zulassung beantragt. Das wissen wir. Wurde ihr bei Ihnen denn jemals dieses Medikament verabreicht? Ein nicht zugelassenes Medikament an Patienten? Sicher nicht. Dann würden wir jetzt gerne einen Blick in die Patientenakte werfen, wenn es recht ist. Wie Sie wünschen. Wie alt ist Frau Klagentreu eigentlich? 55. Das heißt, sie ist mit etwa Ende 40 demenzkrank geworden. So etwas kommt in seltenen Fällen vor. Wenngleich die Krankheit bei ihr einen ungewöhnlich schnellen Verlauf genommen hat. Kann es denn sein, dass diese Demenz durch das Teradil ausgelöst worden ist? Es wurden keine Studien veröffentlicht. Und an Spekulationen beteilige ich mich nicht. Da müssen Sie schon Ihren Arzt fragen, der Sie damals behandelt hat. Wenn Sie uns seinen Namen nennen? Ein gewisser Bernd Schiller. Der ist uns bekannt. Guten Tag. Hallo. Tim? Ich habe mich übrigens schlau gemacht. Das heißt wirklich Bad Wosi. Hab ich ja gesagt. Tim, darf ich dir noch ein paar Fragen stellen? Du bist an dem Abend zu Ellen ins Gartenhaus gegangen, ja? Alles ist gut. Hast du da mit ihr gesprochen? Nein. Was habt ihr dann gemacht? Nichts. Habt ihr vielleicht rumgetollt? Nein. Tag. Hier, dein O-Saft. Noch was? Sein O-Saft. Ja. Bitte. Das ist übrigens mein Kollege Rico Sander. Sander. August Sander, Fotograf, Johann Sander, Maler, Jill Sander, Mode, Otto Sander, Schauspieler. Ich bin Tim. Hallo. Setz dich doch. Du, ich hab noch total viel zu tun. 388. Bitte? 388. Die Quersumme auf dem T-Shirt. Das ist ein vehementer Eingriff in die Integrität meiner Patienten. Ach, die Integrität Ihrer Patienten? Dazu kommen wir später. Kommen Sie bitte. Ja, zieh sich was Warmes an. Ja, 388, du hast recht. Immer. Tim, als du in das Gartenhaus gekommen bist, was hat Ellen da gemacht? Nichts. Wie kann man denn bitte nichts machen? Wenn man tot ist. Er
Ellens Mutter war nie Versuchsperson für dieses Medikament. Aber dass Sie das Teradil an Ratten und Mäuse verfüttert haben, das bestreiten Sie nicht. Ich habe lediglich als Berater an einer Studie für dieses Medikament teilgenommen. Sie haben einer Abrechnung zufolge 250.000 Euro aus Drittmitteln dafür bekommen. Das ist viel Geld, um ein paar Nagetiere zu begutachten. Ja, aber vielleicht ist es ja gerade genug Geld, um diese Pillen an unwissenden Patienten zu testen. Alles, was ich bei Ellens Mutter therapiert habe, steht in dieser Akte. Unser Anfangsverdacht hat eine Lawine losgetreten. Oh ja. Die Geschäftsräume des Pharmaherstellers werden gerade durchsucht. Teradil hat bei Ellens Mutter sehr gut angeschlagen. Ja, so gut, dass sie jetzt den Rest ihres Lebens in einem Dämmerzustand verbringen muss. Ich sehe da keine Kausalität. Ellen Bitzer offenbar schon. Sie hatte eine umfangreiche Dokumentation zu Teradil angelegt. Die dann wie von Geisterhand von ihrer Festplatte gelöscht wurde. Wessen Hand das auch immer gewesen sein mag, meine jedenfalls nicht. Sie haben vor 2 Wochen von Ihrem Konto 20.000 Euro in bar abgehoben. In großen Scheinen. In großen Scheinen. Da fragen wir uns jetzt, ob das nicht ein Teil der 24.000 Euro war, die Ellen Bitzer der Klinik für ihre Mutter übergeben hat. Mit Sicherheit nicht. Was haben Sie denn mit dem Geld gemacht? Ausgegeben. Ich pflege einen angemessenen Lebensstil. Handgenähte Schuhe, maßgeschneiderte Anzüge. Und wenn ich essen gehe, gibt es sicherlich nichts vom Dönerspieß. Tim, ich bin echt beeindruckt. Musst du nicht. Tim, ich würde dir gerne jemanden zeigen. Ich möchte Sie als medizinischer Laie darauf hinweisen, dass Teradil ein völlig normaler Wirkstoff ist. Der wird im Kannst du uns sagen, neuronalen das ist? Medizin ständig eingesetzt. Können Sie uns vielleicht helfen? Ja, das... Nein. Tim? Tim, warum willst du den Namen nicht hören? Ich will nicht Tim? Du hast ihn gesehen, stimmt's? Aber er war da an dem Abend, im Gartenhaus bei Ellen. Du hast ihn nicht gesehen, aber du weißt, dass er da war. Woher? Dieser Knopf beweist, dass Sie vorgestern Abend im Gartenhaus gewesen sind. Tim Metzger hat eine fatale Begabung für Details. Er hat Ihren Mantel genau beschrieben. Und auch, dass der Knopf noch dran war, als er am Nachmittag vor Ellen Bitzers Tod eine Therapiestunde bei Ihnen hatte. Ellen hat mich für die Krankheit ihrer Mutter verantwortlich gemacht. Sie wollte, dass ich auf Jahre hin deren Aufenthalt in der Klinik bezahle. Das klingt doch nach einem ganz vernünftigen Arrangement. Warum haben Sie das denn beendet? Weil sie die Staatsanwaltschaft und die Presse einschalten wollte. Weil sie wollte, dass alle Patienten zu ihrem Recht kommen, die jetzt in Kliniken vor sich hin dämmern. Dank Ihnen und anderer Kollegen. Warum musste es ausgerechnet an diesem Abend sein? Ich wusste, dass Ellen frei hatte. Und als dann plötzlich die Metzgers auf der Ausstellung auftauchten. Da wussten Sie, dass Frau Bitzer allein in ihrem Gartenhaus saß? Ja. Ganz allein und wehrlos. Sie hatte nicht einmal Zeit zu schauen. Thank you.
8 niedergelassene Therapeuten, die im Verdacht stehen, an dieser illegalen Versuchsreihe teilgenommen zu haben. Dazu ein gutes Dutzend Fälle vorzeitiger Demenz nach der Dreingabe von Teradil. Teradil, also wenn das kein Erfolg ist. Aber ein bitterer. Ja, das macht doch eure hervorragende Arbeit nicht kaputt. Bedanken Sie sich bei Rico. Es geht eben nichts über eine hervorragende Ausbildung. Natürlich gepaart mit einem gerüttelt Maß an Talent. Hallo. Freut mich. Danke, Ihr Bruder, der hat uns wirklich sehr geholfen. Ja, können wir uns ja mal besuchen kommen. Ja, ich habe immer total viel zu tun. Verstehe. Ist auch ein krasser Job, oder? Ich will auch Polizist werden, genauso einer wie du. Ja, Menschen mit deiner Begabung, die sind dir stets willkommen. Vielen Dank nochmal. Tschüss. Tschüss. Gott. Zeitpunkt für etwa 12 bis 14 Stunden. Das müsste also gestern zwischen 19 und 21 Uhr gewesen sein. In etwa, ja. Habt ihr mittlerweile einen Hinweis auf die Identität der Toten? Nein, sie hatte gar nichts bei sich, noch nicht mal einen Fahrradschlüssel. Abschiedsbrief? Ich glaube nicht, dass sie sich verabschieden wollte. Sehen Sie hier, durch den Strick hätten bei einem Suizid sogenannte Kammblutungen entstehen müssen. Das sind kleine, fleckförmige Einblutungen, die in den durch den Strick gebildeten Hautfalten entstehen. Die aber fehlen. Sie meinen, sie ist erst nach ihrem Tod aufgehängt worden? Ja. Anders sind die fehlenden Kammblutungen nicht zu erklären. Hallo, außerdem ist der Strick definitiv zu kurz, um ihn erst um den Hals zu legen und sich dann von den Pedalen des Fahrrads abzurücken. Die leicht bläuliche Gesichtsfarbe spricht ebenfalls eher für eine andere Art des Erstickens als für einen Erhängungstod. Definitiv kann ich das nach der feingeweblichen Untersuchung sagen. Hier, vielleicht hilft euch das erstmal weiter. Die Rahmennummer des Fahrrads. Hier gehen wir doch gleich mal an Rico weiter. Danke. Martina, das Rad ist bei keiner Versicherung registriert. Allerdings wurde ein Rad mit der gleichen Rahmennummer von einem knappen Jahr als gestohlen gemeldet, aber nur kurzzeitig. Und dann wieder 3 Wochen später seiner eigentlichen Besitzerin zurückgegeben. Einer Sandra Metzger, wohnhaft Feuerbach, Weg 3. Das ist Ellen Bitzer. Sie hat bei uns als Sozialtherapeutin gearbeitet. Sozialtherapeutin? Ja, sie war für die Betreuung unseres Sohnes zuständig. Das ist eine Sache. Sagen Sie uns doch lieber, wie das passiert ist. Hatte sie einen Fahrradunfall? Ja, so ähnlich. Also sie wurde an einem Baum erhängt, aufgefunden. Das Fahrrad lag unter ihr. Wo hat denn Frau Bitzer gewohnt? Sie hat da drüben im Gartenhaus gewohnt. Haben die sie nicht vermisst? Doch, aber erst seit heute Morgen. Sie hatte gestern ihren freien Abend. Als sie heute nicht erschienen ist, haben wir uns natürlich Sorgen gemacht. Wo
waren Sie denn gestern Abend? Bei der offiziellen Eröffnung von der Pop-Art-Retrospektive in der Staatsgalerie. Und zwar um 19 Uhr anlässlich der Rede des Ministerpräsidenten bis circa 23 Uhr. Abends braucht Ihr Sohn keine Betreuung? Doch, natürlich. Sascha, unser Ältester, hat auf ihn aufgepasst. Wo ist er jetzt? Sascha holt Tim gerade aus der Schule ab. Das wäre normalerweise Ellens Aufgabe gewesen. Wir müssen Ihre beiden Söhne auch befragen. Aber vorher wollen wir noch mit Tim über Ellens Weggang sprechen. Becker. Das sind unsere Söhne, Tim und Sascha. Die Leute sind von der Polizei. Es geht nur um mein Fahrrad. Mhm. Martina Seifert. Guten Tag, Sascha Metzger. Guten Tag, mein Kollege Joachim Stoll. Hi. Seifert. Max Seifert, Musikwissenschaftler. Paul Seifert, Politiker. Oskar Seifert, Volkskundler. Stoll. Karl Stoll, Wagenbauer. Kaspar Stoll, Insektenkundler. Und Friedrich Stoll, kaiserlicher Hof und Kammermaler. Mein Bruder kann sich Familiennamen durch alle Epochen hindurch merken. Ist doch super. Bis vor kurzem war er überhaupt nicht mehr zu bremsen. Bis Ellen, ich meine Frau Pitzer, zu uns kam. Pitzer. Platz 2508, der häufigste Name in Deutschland. 1345 Telefonbucheinträge. Variation: Bitz, 555 Einträge. Bitzi, 250 Einträge. Da kommt er. Tja. Ein Genie. Wir würden uns jetzt gerne das Gartenhaus ansehen. Und wozu bitte?